Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Age of Sigmar Realms of Ruin. Wir haben unsere Zutaten gesammelt und sind jetzt bereit, den Killerboss Reißklaue herauszufordern in Reißklaues Herausforderung Kapitel 10. Mit der Macht des Würgers trug Feuchtfurcht den Kampf zu Reißklaue. Nur ein Killerboss würde das Schlachtfeld lebend verlassen. Das schauen wir uns an. Beschwöre den Würger viermal. Kriegen wir bestimmt hin. Besiege 6 Schnappzahnwachen von Reißklaue. Okay. Wenn die uns über den Weg laufen, werden wir wahrscheinlich auch eh nicht an denen vorbeilaufen. Und schließe das Kapitel in den nächsten 45 Minuten ab. Ich hatte überlegt, die Schwierigkeit was hochzuschalten, aber ganz ehrlich, die Kampagne zocke ich eigentlich so für die Story. Und ich genieße das eigentlich, da so ganz entspannt durchzumarschieren. Was heißt ganz entspannt, war ja in manchen Situationen schon knifflig. Man könnte es sich jetzt noch schwieriger machen, aber ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Ich genieße das auch so. Also, er ist heil. Aber was? Gerade so. Alte Brüche heilen nie ganz. Ich glaube. Bring meinen Würger. Na, wer ist hey. Damit. Geht nicht. Der Knochen muss heilen. Der bricht, wenn ich's übertreibe. Meine Jungs, lassen mich im Stich, Blutsuppe. Geben mir nicht, was ich will. Ist ein Fluch. Schau nur. Die Jungs. Du, alles soll brennen, wenn ich's nicht krieg. Ich fühle es. Ich fühle es. Vorsicht, Boss. Mochs Atem braucht richtiges Hermanenwort. Jetzt sind wir ein Schamanen-Killerboss. Ich komm dich holen, Reißklaue. Er hat den Stab genommen. Diese Ufa-Tricks retten dich nicht, Feuchtwurcht. Ich zermatsch dich wie die Made, die du bist. Ich werd dich töten, Schlammwurm. Alles nehmen, was du hast. Feuchtfurcht ist Morgs Auserwählter. Feuchtfurcht ist der Killerboss! Reißklaue okay. Ist zu stark! Zupfwufer machen ihn stärker! Wir können ihn nicht erreichen! Der Bürger nimmt sein Warboss, stiehlt seine Wut und Macht! Ja, ich hab die Macht des Knochens. Morgs Macht! Ja, die verlieren leider. Die von dir noch? Vorsicht, Boss, sonst erwischt dich morgens Schreie! Ich sag doch, Feuchtfurcht ist morgens aus. Schauen wir mal, was hier passiert. Ach, das war Reißklaue sogar. Reißklaue Sumpfhofer haben ein paar gute Töpfe auf dem Feuer. Mit dem Würger werden wir die los. Dann kann sich Reißklaue nicht mehr heilen. Ah, okay, ja, hätte ich mal besser nicht gemacht.
Ziehen wir uns erstmal, nein, wir ziehen uns nicht zurück, wir nehmen erstmal das Ding hier ein. Gehen wir hier hin. Und fangen direkt mal an, hier ein paar Boys auszubilden. Ob genau die zwei, so, die schicken wir dann hier rüber. Oder nicht? Doch, geht. Okay. Ja, der ist jetzt ein bisschen fehlplatziert. Den haben wir eingenommen. Was? 750 kostet das. Sehr gut. Das war natürlich jetzt alles ein bisschen bitter. Bleib mal hier. Aber wir hätten jetzt ja natürlich den Bürger einmal beschwören können auf die Töpfe, wenn wir es nicht vorher gemacht hätten. Ah, aber der Bürger regelt hier. Okay. Frage ist, ob der irgendwann despawnt oder ob der jetzt da bleibt, weil das steht eigentlich ganz gut. Der nimmt das ein, das ist gut. Die nehmen das ein, das ist auch gut. Wir holen uns mal. Reißklaue, komm wieder. Wo ist denn der? Kommt der jetzt hier wieder raus? Die greift den Bürger an, okay. Du kommst auf jeden Fall mit und du kommst auf jeden Fall mit. Da kommt Reißklaue. Weiß nicht, ob das die beste Idee war, den anzugreifen. Ich hätte gehofft, dass der irgendwann in den Bürger reinläuft. Obwohl, der kriegt eigentlich ganz gut Schaden von denen. Ja, aber die anderen werden hier vom Bürger auf Trab gehalten. Du ziehst dich mal ein bisschen zurück. Und der zieht sich auch zurück, okay. Dann können wir hier mal die Fernkämpfer niedermachen, die auf unseren Bürger schießen. Und die Nahkämpfer, die kriegen auf jeden Fall auf die Fresse. Könnten jetzt hier. Wie sollen wir denn da den Bürger beschwören? Das können wir gar nicht. Ach doch, geht. So. Einer. Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal hier kurz stehen, sammeln uns mal wieder. Die Boys. Kommen auch mit. Die werden gerade geheilt, können aber schon mal da in die Richtung laufen. Okay. Den Topf kaputt? Nicht so richtig. Check ich nicht. Eigentlich hat er doch gesagt, ich soll die Dinger da zerstören. Vielleicht erst, wenn er da rauskommt? Oder viel näher ran beschwören konnte ich es nicht. Aber wir setzen ja auf jeden Fall alles mit den Bürgern zu. Ja, haben nicht genug geschafft. Ja. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht passiert. Ihr könnt auch eigentlich mal zurücklaufen. Die anderen. Lass ich das einfach so passieren? Oder schicke ich den? Ja, wir schicken den bei uns mit. Ah, nevermind. Da kommt der Boy. Greifen die jetzt die Dinger an? Warum greifen die nicht die Dinger an? Ich check's nicht. Die haben aufgehört, das anzunehmen. Dann gehen wir einfach vor. Aufrücken. Ich check's nicht. Ist ein bisschen schade, ist schon wieder ein gewasteter Cast. Ja, also wir sparen auf jeden Fall aufs Aufrüsten. Wir brauchen 300 Reichstein. Habt ihr da? Umschießbar.
Könnt ihr nicht einfach auf die schießen? Aha, wie kann das sein? Noch mit 20%. Ich nehme jetzt das Defensive. Es nimmt halt alles uns die Reichsteine weg. Na doch, nehmen wir den zuerst an. Was ist denn unser Boss eigentlich? Lasst es Blut, Jungs! Gebt dem Stoff ihre Innereien zu fressen! Ja, der ist tot. Und wir können ihn nicht beschwören, weil wir zu viele andere Jungs haben. Was Reißzahn? Der sitzt da. Weil der steht da einfach und greift die Dinger an. Das nehmen wir noch ein und dann regruppieren wir uns mal. Da kann's echt, naja, wir wollen ja, dass ein Unit stirbt. So, damit wir den wieder beschwören können. Ah, da waren ziemlich viele bei euch hier. Ihr solltet da vielleicht mal mit drauf schießen. Aber wir ziehen uns gleich mal zurück. Da halten wir noch ein bisschen die Stellung. Das können wir nicht ewig halten hier. Nicht mit der Armee, die wir haben. Den schießen wir runter. Ach, der ist noch ab. Gut. Wo ist denn der? Bleibt da stehen. Das ist ganz entspannt eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie wir das da kaputt machen sollen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen. Ach, die ziehen sich zurück, ne? Ja. Ist hier so einen Topf kaputt zu machen. Können wir darauf bauen, dass wir mehr Reichstein kriegen? Ja. Bauen wir mal hier überall drauf. Das ist das, woran es momentan am meisten scheitert. Okay. Das ist aber trotzdem ganz gut platziert, obwohl ich eigentlich dachte, das wäre nicht so smart gewesen. Uns fehlen jetzt gerade uns Führungskraft, um den zu beschwören. Das heißt, wir gehen schon mal weiter. Deine Jungs beißen wie Sumpffliegen. Und der bleibt hier. Die können schon mal hier wieder verteidigen. Da kommen sie nämlich. Werden aber vom Bürger hoffentlich platt gemacht. Zeit marschieren wir hier weiter vor. Was ist denn hier oben? Ist nix. Okay. Da kommt bestimmt gleich irgendwas raus noch. Ja, erstmal hier. Ah, jetzt haben wir genug. Seht meine Macht!
Okay, den Topf haben sie jetzt kaputt gemacht. Nur den hier haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Ah doch, ein bisschen Schaden hat er schon bekommen. Hm, der sollte hier oben rumlaufen. Weil hier wir den anderen Topf natürlich auch noch zerstören wollen. Die reichen eigentlich hier mit dem Burger. Und wir können upgraden. Haben wir genug Führerschaft? Die haben nicht genug Führerschaft. Also hoffentlich schickt uns noch ein paar Units hinterher, damit wir schneller Führerschaft kriegen. Das, der buggt sich da einfach, also ich weiß nicht, ich glaube, das wäre schwieriger, wenn er sich da nicht buggen würde. Die eine Unit schaffst du doch da, oder? Gut, hier ist aber nichts. Das heißt, wir können dem helfen auf jeden Fall. So, jetzt dürfte das Upgrade eigentlich da sein, ja. Mal anfragen hier. Der Boss darf für eine Zeit nicht sterben. Nicht den angreifen, please don't. Lass ihn da ruhig hängen. Jetzt einmal hier die Verstärkung abschneiden. Ich habe keinen Bock, dass sie mir in die Backline reinlaufen. Ah, jetzt drehen sie um. Okay. Ja. Ah, jetzt ist aber irgendwo eine Unit gestorben. Können wir jetzt zu den Defendern setzen und dann können wir unsere Truppe aufrüsten und können mit zwei Armeen quasi hier links und rechts lang. Machen echt guten Schaden, die Boys. Die vom Gegner laufen einfach. Wir verlieren Morgs Atem. Oh, wir können auch gleich das direkt nochmal auf die nächste. Da oben. Ist dann gleich nochmal hoch, um die Leitung da zu sichern. Wir wollen ja nicht, dass sie uns in den Rücken fallen. Müssen wir dann, glaube ich, nachher nochmal drauf beschweren. Oh, ist nicht so klug. Glaubst du, du schaffst mich? Wir wollen einfach nur hier dran vorbeilaufen. Wir werden einfach niedergemacht. Wir warten ab, bis das Upgrade da ist. Wenn das Upgrade da ist, dann können wir ganz viele Leute anwerben und auch so Stufe 3 klettern. Ich bin mal gespannt, was wir dann so holen können. Dürfte jetzt auch schnell gehen hier mit dem Eingang. Ist gleich fertig. Jetzt haben wir hier, der Schamane kann einmal kurz hier das einnehmen. Das sind wir nur bei 62%. Und hier warten wir auch mit dem Einnehmen. So, du bist fertig. Was haben wir denn jetzt hier? Torfboss. Oh, der war super stark. Und die Ballisten. Gut. Aber die sind so langsam, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, dann schon mal weiterlaufen. Die bleiben mal hier. Oh, da kommt was. Eine neue Welle. Schmeiß!
Ihr sollt die da angreifen, was macht ihr? Genau. Ja, jetzt kommt's, okay. Die bauen einfach alles um. Ach, die greifen da die Bürger an. Dorfboss. Jetzt erstmal die an, die bitte, die unsere Rennkämpfer angreifen. Der würde eigentlich gerne helfen. Aber ich wollte eigentlich mit dem warten, um den Bürger zu beschwören, damit wir das hier haben. Okay. Jetzt können wir helfen, aber ich weiß gar nicht, ob das noch so viel Sinn macht. Ob der die alleine schafft. Ja, ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Ja, jetzt gerade fehlt uns so ein bisschen die Führerschaft. Die wir aber kriegen, wenn wir jetzt hier gleich wieder drauf marschieren. Den ignorieren. Und hier unten rumlaufen. So doof, ne? Dass das nicht klappt. Stein. Erstmal machst du über Klasse. Ganze Menge. Ah, das sieht nur so viel aus, weil das hier die Viecher sind. Ja, der war doch ziemlich genial. Ziemlich genial platziert, muss ich einfach mal von mir sagen. Torfboss, der muss unsere Bogenschützen hier beschützen. Ich finde auch die Frage, wo die schon wieder hinlaufen. Wie gegen den zahnlosen Sturm gekämpft. Gewiss, aber alles zahnlos. Das haben wir auch schon wieder abgenommen. Hey. So, wo bist du? Wir versuchen das jetzt mal nochmal. Und zwar stehst du jetzt ja hier so nah dran. Okay, immer noch mal so, dass wir das vielleicht von der anderen Seite da ein bisschen näher beschwören können. Hier. Das soll jetzt eigentlich passen, ne? Ah, der ist nah genug dran. Jawohl, so muss das nämlich sein. Da ist er. Komm, 1 gegen 1. Wie geht's, bring da die Jungs um?
Das hat nicht geklappt. Ja, dann Sturmangriff halt nieder rein. Was sind unser. Oh, ja gut, der macht natürlich Schaden. Ihr sollt ihn da angreifen. Aha. Der macht uns genug Schaden und abzuhauen. Boah, hält der viel aus. Aber sollte sich trotzdem zurückziehen. So. Ja gut, im Endeffekt ist das einfach nur noch den mit dem Popo schießen. Er macht ja nichts mehr. Haben wir schon 6-mal beschworen? Oder müssen wir noch einmal? Okay, irgendwie, ja gut, da hat sich halt jetzt gebuggt an der Seite, ne? Enttäuscht. Dachte, er könnte mein Zeug haben. Zerklappt sie, Jungs! Aber jetzt hat er das Richtige getan. Wie Motorfang auf. Genau wie du. Jeder schuldet. Jeder zahlt. Jetzt sind die Sturmkids dran. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen den Würger kämpfen. Wir haben aber auch immer noch nicht als Dingens gespielt. Als Nighthaunt. Gut, ich meine, wenn er es da nicht gebuggt hätte, hätte der immer wieder angegriffen. Das heißt, die Mission hätte einfach ein bisschen länger gedauert, weil wir hätten einfach ein paar Units abstellen müssen. Dann wäre der, also der wäre ja immer da gespawnt. Dann wäre der rein in den Würger gelaufen, wir hätten ihn niedergeschossen, dann wäre wieder abgehauen. Also es werden einfach nur ein, zwei Units hinstellen müssen. Gut, wir haben aber theoretisch alles geschafft. Okay, 25 Minuten. Gut, hätten noch 20 Minuten länger gehabt. Und das selbst wenn der gerespawnt wäre, hätten wir das in 20 Minuten locker geschafft. Gut, die Sackgasse. In einer kurzen Atempause. Achso, das sollte ich ja gar nicht vorlesen, weil wir das erst in der nächsten Folge machen. Dann hoffe ich, hat euch trotzdem Spaß gemacht, so zu sehen, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!